Okay, doch nicht. Wir sind tot. So, Kapitel 2. Oh, wir humpeln jetzt voll. Oh Gott. Oh. Kann ich helfen? Nee. Das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja, Geisterfuchs, du hättest es ja von Anfang an. Oh, du hast doch gesehen, wie wir genießt haben. Oh ja, voll schön, jetzt wartet er auf uns. Oh, voll die geile Statue. Wie geil ist die denn? Oh, ich will wieder schnitzen. Voll schön. Ah, und ein Eichhörnchen. Ein rotes Eichhörnchen, das die ganzen Striemen am Himmel macht. Okay, doch kein Eichhörnchen. Wahrscheinlich ein Fuchs. Wenn es um Füchse geht. Ein bisschen Eichhörnchenhaft sieht's aus. Warte auf mich. Nice. Ah, das ist dann so eine Gottheit, oder? Ist das nicht eine nordische Legende? Ich glaube, meine finnische Freundin hat mir mal erzählt, dass sie dort die Legende haben, dass ein Polarfuchs die Nordlichter malt. Mit seinem Schweif. Ah. Ich lese die ganze Zeit und sehe nicht, dass ich gegen eine Alpha-Wand laufe. Ja, ich glaube, das ist auch die Grundgeschichte hier. Aber die kannte ich auch noch nicht. Oh, der Fuchs ist weg und jetzt weint die. Ah, Vulkan. Ich finde es so schön, dass jetzt die Indie-Games so einen Vorschub bekommen. Also so ein Push-Up, sage ich mal. Nicht Push-Up, sondern nur ein Push. Sorry. Nee, aber dass die halt immer mehr an Aufmerksamkeit bekommen, weil solche. Also das Spiel ist voll ruhig und voll schön und ja, die trauen sich halt neue Sachen. Das finde ich voll gut. Im Norden haben die besten Stories. Vor allem mit so einem kaputten Bein durch den Schnee. Oh.
Oh, das Winseln von Hunden ist so. Oh je. Yay. Voll das schöne Licht da vorne. Euer Herz zerreißen, ja. Da muss man da, also um das zu ignorieren oder so, dann da muss schon sehr viel im Leben kaputt gegangen sein. Ja. So ein wuscheliger Schwanz. Weiß ich, oh, ich konnte gerade reinsehen, Entschuldigung. Das meine ich mit Indie-Games, das Kapitel, da kann ich die ganze Zeit nur ganz langsam gehen und das lässt sich Zeit. Das ist so gut. Also das mag ich voll. So schön. Ich gehe mal schlafen. Jetzt verbinden die sich, oder? Glaube ich. Oh. Nee. Wie geil ist denn der Fuchs jetzt? So Tron-Style. Nice. Mag ich voll. Aber die Idee ist halt richtig geil, wie die das. Ja, gehen nur. Wie die das jetzt gemacht haben. Also quasi die Verschmelzung gezeigt haben. Richtig, richtig cool. Oh Gott. Wie geil ist das? Und, so, und jetzt? So. Jetzt kann ich wieder rennen. Warte, aber ich weiß nicht, ob ich hier noch was machen kann. Warte mal, ich. Oh Gott. Der antwortet ja. Wie süß. Okay. Vielleicht kann ich hier hoch. Ja. Jetzt geht er quasi rein. Okay, warte. Muss ich den später irgendwie abholen? Das schöne Spiel. Kapitel 3.
Jetzt leuchte ich nicht mehr. Jetzt muss ich wahrscheinlich irgendeinen Weg finden, den wieder zu finden. Ja, das war daneben. Entschuldigung. Ah, da ist wieder der rote Schweif. Ich komme schon. Ah, nein. Oder gibt es hier unten was? Warte, ich schau mal kurz, ob hier unten irgendwas gibt. Okay, zum Glück kann man hier keine Blumen sammeln. Nein, hüpf doch. Komm. Das war gerade ein bisschen seltsam. So, jetzt auch. Ja. Dann kann ich mich da wieder aufladen. Ah, muss ich mich aufladen? Ah, ja, nice. Ja, cool. Und jetzt? So, okay. Okay. Oh, nicht zittern. Zittert doch nicht. Muss ich da jetzt einfach stehen bleiben? Nee. Also ich kann die quasi zum Glühen bringen. Ah, okay. Da ist der Stein. Den habe ich vorhin nicht gesehen. So, dann kann ich mich wieder aufladen. Auch noch mal zum Aufladen, falls man das nicht checkt. Cool. Noch mal aufladen. Wie kann man sich ja oft aufladen? Vielleicht gibt es auch mehrere. Ja, genau. Da gibt es was. Da gibt es was. Ich bring mal das zum Leuchten. Einmal aufladen. Dankeschön.
finde es auch so cool, dass die halt die. Ey. Dass die, die diese Steinformation gewählt haben, die in Irland oder Schottland? Ich glaube Irland zu finden sind. Oder sogar Island. Aber diese hexagonalen Stäbe oder also Säulen. Yes. Nee, okay. Das sah aus wie eine Höhle gerade. Okay, hier gibt es irgendwo ein Stab. Entweder hier drüben. Nee, hier komme ich nicht mehr zurück. Okay, dann muss der Stab irgendwo hier sein. Alles klar, alles klar. Oder brauche ich den Stab? Eigentlich schon, ne? Aber vielleicht, weil ich aufgeladen bin? Nee. Das wäre auch zu einfach. Das war klar. Ah. Ich bin ja auch blind. Bei solchen Spielen, bei so Rätselspielen ist es echt blöd, wenn man blind ist. Ah, naja, ich habe ja die Sarah. So, schön. Jetzt können wir weitergehen. Okay, da sind jetzt zwei zusammen. Es irritiert mich voll, dass da dass da einige Wellen ausgelassen werden. Oh ja, super, jetzt werde ich ganz nass. Ist da was? Nee. Es leuchtet einfach nur gelb. Er weiß. So. Okay, jetzt ist das alles überschwemmt. Und da geht's weiter. Kann ich mich da wieder aufladen? Oder muss ich ganz zurück? Kann ich mich hier da aufladen? Yay! Gut. Hat funktioniert. Ah, hier ist der nächste. Kann ich da auf der anderen Seite, glaube ich, hoch. Ah, da. Entschuldigung.
nachladen? Hui. Dankeschön. So. Jetzt ist die Frage, wohin? Da war ich, glaube ich, noch nicht. Komme ich da durch mit dem fetten Stab? Ja, aber ich mache ganz viel kaputt. Okay. Nee, bin ich da nicht hoch? Nee, bin ich nicht. Mein Begleiter geht ja schon ins Ohr. Ah. Ich bin da, ich bin da. Ich bin mal sehr gespannt auf die Rätsel dann, also auf die großen Rätsel, wenn ich dann auch warpen kann und so. So, erstmal wieder aufladen bitte. Meine Cam ist gerade ziemlich dunkel, warte mal. Entschuldigung. So. Gut, ich glaube, das ist besser. Wahrscheinlich war das ja gerade das Beste, dass man mich einfach nicht gesehen hat. So. So, ich glaube, ich muss. Ah, nee, noch nicht. Ich dachte, ich muss da durch. Dann. Oder dadurch. Was von Tomb Raider. So. Oh, ich muss mich wieder aufladen. Da drin. Nein. Muss der durch den. Ah, nein, ich muss durch den Nebel. Gut, dann einmal nochmal. So, jetzt hat. Dann wieder mein Stöckchen. Und dann hier. Ah, hier fängt auch der Stab ein bisschen mehr an zu leuchten. Okay, jetzt geht's wieder ganz weg.
Interessant. Okay, der Stab hat da angefangen zu leuchten. Ah, da unten. Aha. Ja, cool. Gut. Errungenschaft, Awaken.